Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube nicht, dass das nötig ist, Frau von Kalm, aber egal. Dass der parlamentarische Gesetzgeber die Planungen einer ganzen Branche für mindestens 2 Jahre durch die Einführung einer dem Raumordnungsrecht bislang völlig unbekannten Regelung untersagen will, ist ein in der Bundesrepublik Deutschland bisher einmaliger Vorgang. Er ist in der Sache zwar richtig, dass wir einen geregelten Ausbau der Windenergie im Land brauchen, es ist aber zu bezweifeln, ob das von Ihnen hier gewählte Verfahren der Besonderheit des Vorhabens auch wirklich gerecht wird. Fraglich ist bereits, ob die von Ihnen, Herr Ministerpräsident, behauptete Dringlichkeit, mit der Sie den Verzicht auf ein angemessenes parlamentarisches Verfahren begründen, tatsächlich auch gegeben ist. Sie haben einfach erklärt, es drohe nach dem Urteil des OVG schließlich ein Wildwuchs, das haben einige Redner heute schon wieder fälschlicherweise behauptet, im Land. Näher begründet haben Sie diese Auffassung bisher nicht. Dass bei der Genehmigung fortan keine Vorgaben der Regionalplanung mehr zu berücksichtigen sind, hat das Gericht in dieser Form gerade nicht erklärt. Vielmehr hat es in seinen Urteilsgründen ausgeführt. Und ich zitiere, bei Feststellung der Unwirksamkeit der angefochtenen Teilfortschreibung des Regionalplans ersetzt dieser zwar nicht mehr die Regelungen des Regionalplans 1, der Fortschreibung 1998. Diese Regelung, die ebenfalls eine Konzentrationswirkung bezweckt, gilt dann fort. Das heißt, wir haben überhaupt keinen rechtsfreien Raum, in dem Wildwuchs möglich ist, weshalb die Dringlichkeit nicht begründet werden kann und wir ein angemessenes parlamentarisches Verfahren für dieses Gesetzesvorhaben notwendigerweise brauchen. Aus dem Urteil lässt sich also mitnichten ableiten, dass bei der Genehmigung von Windkraftanlagen in Zukunft keine Vorgaben der Regionalplanung mehr zu berücksichtigen sind. Das ist übrigens eine Entscheidung, die auch in Sachsen vom OVG Sachsen dort im Jahre 2014 bestätigt worden ist. Herr Abgeordneter Kubicki, gestatten Sie eine Zwischenfragebemerkung des Abgeordneten Matthiessen? Jederzeit und gerne. Ja, Herr Kubicki, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, es würde Sinn machen, auf den Teilfortschreibung der Regionalplanung 1 zurückzufallen, weil ja da 2 vor Gericht bestritten worden ist. Erstens will ich dazu anmerken, dass der Sinngehalt, also die unterscheiden sich ja nur durch die Flächen, aber nicht durch die Ausgestaltung. Das heißt also, es wäre doch ein bisschen absurd, das aufrechtzuerhalten. Zweitens muss Ihnen doch klar sein, Herr Kubicki, dass dieser Teil Regionalplan 1 eine ausschließende Wirkung hat auf alle Flächen, die dort definiert sind. Das heißt also auch auf die neu definierten, gefundenen Flächen der Teilfortschreibung 2. Wie können Sie sagen, das wäre ein Zustand, der für das Land irgendwie einen Windausbau noch weiter ermöglicht? Ich kann das gedanklich nicht nachvollziehen. Herr Kollege Matthiessen, dass Sie das gedanklich nicht nachvollziehen können, beweist Ihre Frage. Ich habe mitnichten behauptet, dass irgendwas sinnvoll ist. Ich habe nur erklärt, dass die Behauptung des Ministerpräsidenten, wir brauchen jetzt dringend in dieser Tagung eine Regelung, die mit erster Lesung und zweiter Lesung in der gleichen Tagung verabschiedet werden muss, unsinnig ist, weil wir keinen rechtsfreien Raum haben. Es gibt keine Möglichkeit eines Wildwuchses rechtlich. Und das ist der entscheidende Hinweis. Wir haben ausreichend Zeit, nicht eine ordentliche Anhörung durchzuführen und in der nächsten Tagung möglicherweise dann eine sinnvolle Regelung zu treffen. Es gibt keine Notwendigkeit, in einer Tagung ohne Anhörung dieses Vorhaben auf den Weg zu bringen. Wenn der Ministerpräsident gleichwohl die Rechtsauffassung vertritt, dass nach der Ablehnung der Nichtzulassungsbeschwerde, von der wir gar nicht wissen, wann sie kommt, eine ungesteuerte Genehmigung von Windkraftanlagen nach baurechtlichen Maßstaben droht, würden wir erwarten, dass dies ausführlich begründet würde. Schließlich hängt die Verhältnismäßigkeit des gesamten Gesetzes nicht zuletzt auch an der Frage der Fortgeltung früherer Regionalpläne. Und ich sage das hier ausdrücklich, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat Verfassungsrang. Wenn ein Gesetzentwurf der Landesregierung mit dem juristischen Neuland betreten wird, durch die Regierungsfraktion entgegen den üblichen parlamentarischen Gepflogenheiten eilig durch das Parlament gewinkt werden soll, dann muss die Landesregierung auch erklären, weshalb das Parlament auf eine sorgfältige Prüfung und Abwägung verzichten soll. Die Erklärungen des Oppositionsführers reichen uns hierfür nicht aus. Es gilt im Übrigen auch dann, wenn die eigentliche Intention des Vorhabens gar nicht im präventiven Verbot, sondern in der Rettung von der Windkraftanlagen liegen sollte, die nach dem Wegfall der für rechtswidrig erklärten Teilfortschreibung derzeit nicht mehr genehmigungsfähig wären. Denn auch der Ausnahmetatbestand darf hinsichtlich seines Anwendungsbereiches einer eingehenden Prüfung, insbesondere vor dem Hintergrund, ob Ausnahmen zur Umgehung des Urteils des OVG führen könnten. Angesichts der zahlreichen offenen Rechtsfragen brauchen wir eine parlamentarische Auseinandersetzung mit dem Gesetzentwurf, die der Sache gerecht wird. Diese Forderung ist kein Ausdruck politisch motivierter Verhinderungspolitik, sondern resultiert aus dem Bedürfnis effektiver parlamentarischer Kontrolle. Dass der Oppositionsführer auch ohne inhaltliche Mitarbeit vollstes Vertrauen in die Regierung und deren Gesetzgebungsfähigkeit hat, ist in Anbetracht des verfassungsrechtlichen Auftrags der Opposition als Kontrollorgan der Landesregierung schon für sich genommen bemerkenswert. Bemerkenswert. Ich finde das ohnehin also nicht sehr toll, dass der Oppositionsführer erklärt,
dass nicht alle verfassungsrechtlichen Bedenken ausgeräumt werden könnten und dass sicherlich nachgebessert werden müsse. Dennoch trage die CDU das Landesplanungsgesetz mit, da es besser sei, als nichts zu machen. Selbst wenn das in der Sache richtig wäre, Herr Kollege Günther, wäre es vielleicht sinnvoll, in einer ordentlichen parlamentarischen Erörterung dieses Gesetzentwurfs die Bedenken, die Sie ja auch noch haben, auszuräumen, um dann zuzustimmen. Jemand, der erklärt, es gebe Bedenken, ist aber völlig egal, hat seine Funktion als Kontrollorgan der Regierung und als Teil des Gesetzgebungsorgans, wie ich finde, völlig verfehlt. Zumal die Union ausgerechnet den Teil des Gesetzentwurfs streichen wollte, der jedenfalls aus rechtlicher Sicht durchaus noch nachvollziehbar war. Wenn die Union ihren Änderungsantrag jetzt wieder zurückzieht, um doch ins Boot der Regierungskoalition zu steigen, gleichzeitig aber erklärt, es müsse noch handwerklich nachgebessert werden, zeugt das nur noch von einer unglaublichen Überforderungssituation. Es wäre vielleicht schön, Sie würden Ihre verfassungsrechtlichen Bedenken bei der Herausgabe der Selektoren der Bundesregierung an den NSA-Untersuchungsausschuss und die Parlamentarische Kontrollkommission zurückstellen und da in gleicher Weise voranschreiten, wie Sie das hier gerade machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit anderen Worten, ein ordentliches parlamentarisches Verfahren ist unerlässlich. Dazu gehört eine Ausschussbefassung mit einem Anhörungsverfahren. Werden hier die rechtlichen Bedenken ausgeräumt, wovon ich ausgehe, dass das möglich sein kann, können auch wir einer Änderung des Landesplanungsgesetzes zustimmen. Ohne ernsthafte sachliche Parlamentsbefassung können und werden wir das nicht. Herzlichen Dank.